Vertrauen der Bürger in die Arbeit ihrer gewählten Vertreter ist das Fundament einer freiheitlichen, demokratischen Gesellschaft. Mit der Wahl ins Parlament erwarten die Bürger von uns, dass wir ihrem Vertrauensvorschuss gerecht werden. Transparenz bei der Willensbildung kann zur Nachvollziehbarkeit, im besten Fall zur Akzeptanz bei den Betroffenen beitragen. Aktuell sind wir im Sächsischen Landtag von wirklicher Transparenz noch weit entfernt. Daher hat sich meine Fraktion der Alternative für Deutschland entschlossen, diesen Antrag zur Änderung der Geschäftsordnung einzubringen. Der Antrag: Ausschüsse des Sächsischen Landtages sollen künftig in der Regel öffentlich tagen, für unsere Bürger sicht- und hörbar. Gelebte Demokratie ist transparente Demokratie. Der Bürger muss die Möglichkeit haben, sich ein Bild zu machen, und zwar auch jenseits der Plenarsitzungen. Wie ist es um die Transparenz unseres Landtages jenseits der Plenarsitzungen gegenwärtig bestellt? Nun, die Bürger haben die Möglichkeit, Anhörungen direkt zu verfolgen, wenn genug Platz im Saal ist. Sonst muss so mancher schon mal draußen bleiben, wie wir kürzlich erst erlebt haben. Seit kurzem können die Bürger Anhörungen sogar per Livestream verfolgen. Aber nur dann, wenn die Anhörung im Plenarsaal stattfindet. Wenn zu einem Antrag keine Anhörung stattfindet, dann wird der Antrag nicht öffentlich behandelt und landet regelmäßig in einer Sammeldrucksache. Wir haben mal nachgezählt. In 2 Kalenderwochen tagten 12 Ausschüsse. Dort wurden 8 Anträge in öffentlicher Anhörung behandelt, aber 29 in nicht öffentlicher Sitzung. 29. Also ungefähr 80% aller Beratungen zu Anträgen liefen hinter verschlossenen Türen. Im Ergebnis werden sie dann im Paket mit vielen anderen Anträgen als Sammeldrucksache in der Plenarsitzung ohne weitere Aussprache abgehandelt. Für den Bürger ist sowas nicht nachvollziehbar, nicht transparent. Immerhin kann jede Fraktion maximal 2 Anträge für die Plenarsitzung benennen, die dann aus der Sammeldrucksache herausgezogen und öffentlich behandelt werden. Begrenzt eben auf nur 2 Anträge. Und diese, das ist Herausziehen aus der Sammeldrucksache, ne? Diese werden in der Regel zum Schluss eines, diese werden in der Regel zum Schluss eines Sitzungstages behandeln. Ist das wirklich transparent? Wir in der AfD-Fraktion sind der Meinung, dass der Sächsische Landtag von wirklicher Transparenz noch weit entfernt ist. Die parlamentarische Demokratie lebt aber von öffentlichen Diskussionen. Wir behandeln ja öffentliche Angelegenheiten. Und das nicht nur im Plenum, sondern eben auch in den Debatten in den Ausschüssen. Gerade durch eine öffentliche Beratung in den Ausschüssen und dem dortigen Meinungsaustausch könnte doch die Demokratie nachvollziehbarer, begreifbarer für die Bürger werden. Das sollte eigentlich unser aller Grundanliegen sein. Ob die Bürger von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, das wird sich zeigen. Wir verschenken uns damit jedenfalls nichts. Wir als Parlamentarier sollten uns nicht anmaßen zu beurteilen, was für den Wahlbürger interessant ist und was nicht. Meinungen und Interessen verändern sich. Das, was gestern noch wenig interessant schien, kann morgen schon große Bedeutung haben. Wer hat sich beispielsweise vor 2,5 Jahren für Viren und Inzidenzwerte interessiert? Öffentlichkeit bedeutet natürlich, dass es hin und wieder Meinungsbekundungen anwesender Bürger geben kann. Sowas passiert auch im Plenum. Dem Ausschussvorsitzenden obliegt dann dafür die Ordnungsgewalt. Liebe Kollegen, in Bayern, Brandenburg, NRW, Berlin oder Hamburg, um nur mal ein paar Beispiele zu nennen, tagen Ausschüsse regelmäßig öffentlich. Dass die Sitzungen dort wegen renitenter Bürger regelmäßig aus dem Ruder laufen, ist uns nicht bekannt. Wir sollten uns vielmehr freuen, wenn die Bürger Interesse an unserer parlamentarischen Arbeit zeigen und ihnen nicht mit Misstrauen begegnen.
Die Bürger, das sollten wir nicht vergessen, sind der Souverän unseres Landes. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ein Antrag zur Öffnung der Ausschusssitzung hatte unsere Fraktion der Alternative für Deutschland bereits zu Beginn dieser Wahlperiode eingebracht. Der Antrag wurde abgelehnt. Jetzt haben Sie erneut die Chance, mehr Transparenz in die Arbeit unseres Parlaments zu bringen. Bereits 9 Bundesländer, 9 von 16, lassen ihre Ausschüsse in der Regel öffentlich tagen. Der Sächsische Landtag sollte endlich ebenfalls mehr Demokratie, mehr Transparenz wagen. Wir bitten um Ihre Zustimmung. Vielen Dank. Herr Motschiedler, ich bin 10 Jahre in der CDU gewesen. Ich kenne diese Befindlichkeiten, dass man doch lieber das Volk möglichst außen vor lässt bei den Beratungen. Kenne ich nur zu gut. Das war auch ein Grund, warum ich dann da rausgegangen bin. Das habe ich ja Ihnen gar nicht vorgeworfen, dass Sie gerne im Hinterzimmer kungeln und unter Fachleuten bleiben wollen. Ich möchte daran erinnern, wir behandeln hier ausschließlich öffentliche Angelegenheiten, die die Bürger draußen betreffen. Die müssen dann am Ende mit dem leben, was wir hier besprechen und was wir hier beschließen. Also Mut zur Offenheit, liebe CDU. Herr Böhme, also eigentlich könnten Sie uns ja zustimmen. Es wäre ja wenigstens ein Stück weiterkommen, auch wenn Sie vielleicht mehr wollen, als wir in unserem Antrag festgeschrieben haben. Und Anfang der Legislatur haben Sie Anträge gestellt und wir auch. Da sind wir beide nicht durchgekommen. Sie haben ja schon viele Begründungen geliefert, auch dass viele Bundesländer das ja schon machen und wir da endlich uns mal anschließen könnten. Der einzige Grund für die Ablehnung ist, weil er von der AfD kommt. Sehr dünn, diese Begründung. Geben Sie sich mal ein bisschen Mut und dann wären wir schon mal ein Stück weiter in unserer Geschäftsordnung. Der Herr Lippmann, ja, also irgendwie haben Sie, Herr Lippmann, es tut mir leid, zwischen im Antrag von 5% oder in der Fraktion und in der Beschlussmehrheit von 2/3, da haben Sie irgendwas durcheinander gebracht. Aber ich muss mal aus dem Protokoll zitieren. Der Sprecher der Fraktion Bündnisgrüße, vermutlich waren Sie das. Bündnisgrüne bekundete ebenfalls die Ablehnung des Antrags. Er führte zunächst aus, auch seine Fraktion sei grundsätzlich Anhängerin einer stärkeren Öffentlichkeit der Ausschüsse. Sie, schau an, die sind grundsätzlich Anhängerin einer stärkeren Öffentlichkeit der Ausschüsse. Für die derzeitige Geschäftsordnung habe man dafür keine Mehrheit gefunden. Es ist ein Problem, aus einem Protokoll zu zitieren, einer nicht öffentlichen Sitzung. Das muss ich Ihnen jetzt hier mitteilen. Das ist ein schwerwiegender Verstoß gegen unsere... Ja, das macht es nicht besser, Herr Mayer. Das tut mir leid, dass ich Ihnen das sagen muss. Und darüber hinaus... Valentin Lippmann am Mikrofon 4 vermutlich eine Zwischenfrage. Würden Sie die zulassen? Nein. Ach, Schlusswort. Gibt keine Zwischenfrage. Also, okay. Wir wollen endlich mehr öffentliche Ausschusssitzungen als Ausdruck lebendiger Demokratie. Wir wollen, dass die Bürger wissen, was passiert, wie ihre Angelegenheiten hier behandelt werden. Die Bürger haben ein Recht darauf zu erfahren, wie und mit welchen Argumenten diese Regeln entstehen, nach denen der Bürger dann leben soll. Meine Fraktion steht für Transparenz und Bürgerfreundlichkeit. Und die Parlamente vieler anderer Bundesländer haben das ja schon lange erkannt. 9 Bundesländer, ich habe es vorhin schon gesagt. Herr Mayer, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Ich komme zum Ende. Ja, schnell, sind schon viele Sekunden drüber. Schieben Sie die Möglichkeit, Ausschusssitzungen für die Bürger zu öffnen, nicht auf die lange Bank. Nutzen Sie die Gelegenheit, stimmen Sie unserem Antrag zu. Vielen Dank.